Aber eine Einschränkung der Arbeit, also weniger Arbeit wird es ja geben. Das, denke ich, kann man sicher voraussagen. Die Frage ist, wie das dann organisiert wird. Also ich glaube, schon vor 80 Jahren hat Bertrand Russell diese Vision gehabt einer weitgehend arbeitsfreien Welt, wo die Arbeit keine Rolle mehr spielt, wie sie heute noch spielt. Heute redet man aber immer noch von Vollbeschäftigung. Also diese Konsequenz aus einer Veränderung der Arbeitswelt scheint mir in der Politik noch nicht wirklich angekommen zu sein. Also man hat Arbeitslose und man hat überlastete Arbeiter. Und das ist ja irgendwie eine Situation, die nicht wirklich gut ist. Wie würden Sie das politisch sehen, also wie das weitergeht? Ja, das wäre eine echte Ironie, wenn dann ein geringerer Teil der Menschen mehr Arbeit hat und mehr gestresst ist und ein anderer Teil der Menschen hat dann gar keine Arbeit mehr. Das kann eine Gesellschaft auch ganz schön unter Druck setzen. Ja. Das heißt, man muss das richtig verteilen, also Arbeit verteilen, aber auch die Früchte der Arbeit dann verteilen und das gesellschaftlich organisieren. Wir sind da ja auch schon mittendrin. Also die 40 Stunden, 35 Stunden, 38 Stunden, je nach Branche, die wir heutzutage arbeiten, ist schon deutlich weniger, als die Menschen in den 50er und 60er Jahren gearbeitet haben. Und tut uns auch gut. Der Samstag ist für die meisten Menschen auch, oder viele Menschen auch, arbeitsfrei. Und vielleicht gehen wir diesen Pfad auch weiter, dass wir tatsächlich dann auch zu einer 30-Stunden-Woche kommen, vielleicht auch zu einer 25-Stunden-Woche. Mhm. Und trotzdem die Produktivität, das, was wir brauchen, auch auf hohem Niveau halten, weil eben mehr von den Robotern auch erledigt wird. Ja, also die Produktionsgewinne durch die Robotik sind ja offensichtlich. Ja. Also ich habe vor, weiß ich nicht, 50 Jahren schon so eine Prognose im studentischen Kreis gemacht. Im Jahre 2000, 2010 haben wir die 20-Stunden-Woche. Das war völlig, völlig utopisch. Also wir sind ja im Wesentlichen noch bei der 40-Stunden-Woche, vielleicht 35. Ja. Aber diese Vorstellung, die man damals schon hatte, das wird alles sehr viel weniger, die war einfach nicht richtig. Also insofern hab ich da das falsch eingeschätzt. Aber die Motivation zu dieser Einschätzung, die überzeugt mich eigentlich heute noch, wenn ich mir so einen Artikel von Bertrand Russell ansehe, Lob des Müßiggangs, wo er sozusagen diese Zukunft beschreibt dann auch für ganz wichtig hält, dass mit der geringer werdenden Arbeit einhergeht eine sinnvolle Auslastung der Menschen in ihrem Leben, dass sie trotzdem, also sehr weitgehend sind Menschen heute durch ihre Arbeit sinnbestimmt. Ja. Und man muss dann auch andere Inhalte natürlich, also kulturelle Inhalte und der Bildung kommt dann natürlich auch nochmal eine ganz große Bedeutung. Ja, das wäre sehr schön. Ja. Ich habe ein ähnliches Erlebnis da wie Sie, was diese Abschätzung angeht. Wir haben ja, hatte das Vergnügen dann als Student Ende der 80er auch in ganz kleiner Funktion an automatisierten Fahrzeugen dann mitarbeiten zu dürfen. Hätte dann fast auch in diesem Bereich dann bereits in den 90ern da auch weitergearbeitet. Und da dachten wir dann, dass es vielleicht im Jahr 2000, spätestens 2010, dann diese hochautomatisierten Fahrzeuge auf der Straße auf jeden Fall gibt. Wir haben jetzt 2022 und haben jetzt eben das erste hochautomatisierte Fahrzeug auch zugelassen. Und es hat einfach deutlich länger gedauert. Das heißt aber nicht, dass die Entwicklung nicht auch sich doch nochmal verstärkt. Sie dauert einfach nur länger. Und das wird mit den Fabriken ähnlich sein, dass man also Produktivitätsgewinne hat und sich dann überlegen muss, wie verteilt man die gerecht in der Gesellschaft. Und Sie hatten es angesprochen, dass dann mehr Müßiggang auch durchaus sein kann, dass mehr Kultur, mehr Raum auch für Kultur ist. Ich selber hätte da überhaupt nichts dagegen. Gut, mich fasziniert natürlich die Forschung, aber ich muss da nicht jetzt unbedingt 50 Stunden in der Woche arbeiten. Und ich kenne eine Menge Jobs und Menschen, die diese Jobs auch machen, die auch froh wären, wenn sie eben nicht 40 Stunden in der Woche das machen, sondern vielleicht nur 25 oder 20, solange es eben einen ähnlichen Lebensstandard auch ermöglicht. Das ist wichtig, das auch gut zu verteilen.
da spielt auch das bedingungslose Grundeinkommen natürlich eine Rolle in der politischen Diskussion. Kann da auch eine Rolle spielen, ja. Also ohne, dass man jetzt gleich sich entscheiden muss, macht man das, aber man muss auch mal Experimente auch wagen und Dinge auch mal ausprobieren. Wie wirkt das denn?